Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy VII. Wir haben hier, oder wir bekommen hier eine Pfeife. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Wir haben jetzt eine Trillerpfeife bekommen, um Herr Delfin anlocken zu können. Und damit er uns, oder damit er uns hoffentlich raufstößt auf den Balken, also an den Hochspannungsmasten vorbei. Und wir haben es beim ersten Mal geschafft. Es gibt hier übrigens den Trick, dass man, wenn man es nicht beim ersten Mal schafft, einfach nur dort stehen bleibt, wo man runterfällt und den Delfin ein zweites Mal ruft. Dann schafft man es automatisch. Und wir schauen uns jetzt eine der beeindruckendsten Videosequenzen, zumindest damals noch an. Ein riesengroßes Luftschiff und wir sind winzig klein. Okay. Ich habe leider keine Ahnung, was ich jetzt alleine hier oben machen soll. Aber keine Sorge, es gibt nur einen Weg. Im Hintergrund sieht man übrigens auch andere Flugzeuge links oben. Das sogenannte Galencast, die werden später im Spiel noch interessant. Und das Luftschiff natürlich auch. Also das wird höchst interessant werden. Ich hätte auch gern so ein Luftschiff. Ob ich das jemals bekomme? Der Präsident ist hier. What the fuck? Okay. Wir können hier oben übrigens nicht Party wechseln, weil eben Barrett unser PHS genommen hat, damit es nicht nass wird. Okay. Okay, wir sollten uns, glaube ich, umziehen. Machen wir jetzt bei der Parade mit, oder was? Eine Schinneruniform. Ja, da werden Erinnerungen wach. Katze schläft direkt vor meiner Tastatur. Und träumt gerade und läuft hier in der Luft rum. Also die Beine bewegen sich in der Luft, während sie, glaube ich, Hasen jagt oder was auch immer sie jagt. Was? Begrüßungszeremonie? Was? Okay. Grüßungsmarsch, what the fuck? Müssen wir jetzt wirklich exerzieren? Ja, was für Drogen nehmen die eigentlich? Okay, also Gewehrschulter mit der Kreistaste. Das bekommen wir hoffentlich noch hin. Ja, alles in Rufus-Style angebannert. Juhu, Parade. Es gibt hier übrigens, zumindest soweit ich das gelesen habe, gibt es hier, es wird ja gesagt, man soll warten, bis eine Lücke frei wird und dann von hinten die Lücke reingehen. In der Parade. Allerdings stimmt das offenbar nicht ganz. Oh, eine Kamerafahrt. Eine riesige Kanone. Worauf auch immer die schießen soll. Das weiß wohl keiner so genau. Allerdings sehen wir da den Flughafen ganz schön. Es ist einfach nur eine Metalllandebahn, die da Richtung Wasser gebaut wurde. Eine ganz lustige Stadt, muss ich sagen. Also, die hätte ich auch gern. Ja, sind wir zu spät gekommen? Müssen wir jetzt eine Abkürzung nehmen, damit wir die Parade noch einholen und uns dazu schmuggeln können? Wir sind übrigens der
Blau ist da in der Mitte jetzt. Der hier jetzt den Roten anspricht. Wie jetzt ich zuerst? Ich dachte ich zuerst. Warum gehen dann die anderen zuerst? Lass mich durch! Verdammt. Ja, was du magst, mache ich ganz sicher nicht. Also man geht hier nur, sobald man Kontrolle über Cloud hat, einfach runter. Also man drückt einfach nur runter und die Laufentaste. Und sobald man in eine Lücke gehen kann, lässt einen der Offizier sowieso reingehen. Dann einfach nur Kreistaste so schnell wie möglich drücken, um mehr Punkte zu bekommen. Allerdings haben wir doch nicht so viele Punkte bekommen, dass wir etwas anderes als... Die Produzenten wollen uns eine Bombe schicken, weil wir so schlecht waren, und wir bekommen dafür eine Granate. Man kann hier entweder Potions, Ether oder sogar 5000 Pillen abstauben. Allerdings braucht das mehrere Versuche, bis es wirklich klappt. Und so wertvoll sind die 5000 Pillen auch wieder nicht. Okay. Keine Bewegung, Hände hoch. Ich glaube, dass keine Bewegung sollte eher stillgestanden heißen. Okay, wofür braucht ihr das Luftschiff? Und könnt ihr mich da mitnehmen? Ja, Rufus rekapituliert nur, dass er keine Möglichkeit hat, zur Luft hier abzureisen. Und jetzt mit dem Schiff dann über den Ozean übersetzen muss. Ja, das Schiff ist hoffentlich bereit. Sieht fast so aus, als wären wir immer ganz kurz zu spät, weil wir Sephiroth offenbar schon wieder verpasst haben. Ah, der dicke Fettsack rennen kann. Dieser Aufzug hingeht, findet man übrigens nie heraus. Also zumindest in Final Fantasy VII ist er nicht begehbar. Okay, das war sicher Sephiroth. Ja, das war ziemlich sicher Sephiroth. Interessiert dich das Lach? Okay. Was auch immer, es ist übrigens egal, was man hier auswählt. Man muss auf jeden Fall hier wieder in die Kabine zurück. Und jetzt gibt es die Abschiedsparade für Rufus. Weil ja die erste Parade quasi schief gegangen ist oder nicht wirklich toll war. Gibt es nochmal das Training für die Abschiedsparade. Und die ist auch etwas komplizierter als die Straßenparade. Dafür meiner Ansicht nach etwas leichter. Wenn man sich nur die vier Tasten merken muss und hauptsächlich das machen sollte, was die anderen machen. Und am besten gleichzeitig. So wie ich das jetzt mache.
Okay, klar, ich hab's verstanden. Und es gibt noch eine Abschiedsspezialstellung. Und unsere beste Bewegung ist natürlich. Wer hätte das gedacht? Okay. Ab zum. Eigentlich, what the fuck? Sollen wir nicht eigentlich zum Hafen gehen, wenn Rufus mit dem Schiff abreist? Ja, ich glaube, das dürfte nur ein Übersetzungsfehler sein. So, wir können uns jetzt frei in Junon bewegen. Und wir werden noch vielleicht auf jeden Fall noch wohin schauen. Allerdings machen wir erst das heißt das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy VII. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.